So, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Hans-Peter Noll, ich bin Vorstand von der Stiftung Zollverein und möchte Sie hier auf dem UNESCO-Welterbe, auf Ihrem Welterbe, auf unserem Welterbe ganz, ganz herzlich begrüßen. Ebenso herzlich begrüßen möchte ich den Oberbürgermeister Thomas Kufen von unserer Stadt. Thomas, herzlich willkommen hier. Natürlich möchte ich auch Michael Zülke, den Bezirksbürgermeister hier aus dem Stadtbezirk, recht herzlich begrüßen. Glück auf, dass du da bist. Schön. Und last but not least, die Vertreter von der Werbegemeinschaften, ob das Thorsten Enders ist, Sigi Brandenburg, Michael Knabe oder Johannes Maas. Ganz herzlich willkommen. Aber herzlich willkommen sind Sie alle hier auf dem unserem Welterbe, meine Damen und Herren. Feiern mit Herz ist dieses Jahr das Motto unseres Zechenfestes, unseres gemeinsamen Zechenfestes. Und lassen Sie es richtig krachen, die zwei Tage, denn so sind wir hier im Ruhrgebiet, so sind wir hier in Essen. Feiern mit Herz, mit Leidenschaft und das Wetter spielt mit, hoffe ich zumindest. Und von daher glaube ich, werden das zwei ganz, ganz fantastische Tage. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei der Werbegemeinschaft für den unglaublichen Einsatz. Immer wieder 33. Zechenfest, das sind 33 Jahre, dass das alles so klappt mit so viel Engagement. Aber auch die Vereine, die ehrenamtlichen Helfer, die Initiativen, alle, die hier mitmachen, bis hin zu den Mitarbeitern der Stiftung Zollverein, aber auch vom Ruhrmuseum. Liebe Leute, ganz, ganz herzlichen Dank und ich finde, das ist ein wirklich Applaus wert. Jetzt schon mal vorweg. Was passiert in den nächsten zwei Tagen hier? Heute ist es ein Tag der Bühnen, viele Mitmachaktionen, viele Aktionen. Bitte mal in die Hallen gehen und dort schauen, haben wir Marktplätze aufgebaut, an die Stände. Morgen wird es das Zechenfest Sonntag, der Familientag sein, wo es viel gibt. Und natürlich, das will ich nicht verschweigen, heute Abend noch das Feuerwerk ab 21 Uhr. Nachdem die Grußworte gleich vorbei sind, werden wir alle, es ist schon Tradition, das Steigerlied singen. Und heute allerdings nicht alle 7 Strophen durch, sondern 1, 2, 3 und 7. Und für diejenigen, die tatsächlich nicht textsicher sein sollten, wobei ich glaube, das sind ganz, ganz wenige nur, hier im Programm gibt es auf der Seite den Text, dass alle nachher kräftig mitsingen können. Jetzt aber gebe ich an Johannes Maas das Wort weiter. Und viel Spaß, meine Damen und Herren. Liebe Schonnebecker, liebe Stoppenberger, liebe Kartonberger und liebe Zugereiste, haben wir das nicht schön hier? Ist das nicht klasse? So ein Fest von 3 Stadtteilen direkt nebeneinander. Alle zusammen, seit 33 Jahren machen wir das. Die 3 Werbegemeinschaften gibt es in ganz Deutschland nicht, die direkt nebeneinander wohnen, die bekämpfen sich nicht, die arbeiten zusammen. Und das machen wir hier für Sie und für uns alle. 120 Stände werden hier sein, morgen natürlich ein paar mehr noch als heute, aber insgesamt 120 Städte. Und alle 3 Sportvereine, alle Fußballvereine sind von Anfang an fast dabei. Ich möchte nur sagen, wir haben dem lieben Gott zu danken, dass das Wetter mitspielt. Und ich wünsche Ihnen, Ihren Familien, den Kleinen und den Älteren, viel Freude hier bei dem Fest und ein gutes Gelingen, dass es alles friedlich abläuft. Und wir alle, naja, vielleicht mit dem vollen Bauch nach Hause gehen. Einen schönen Abend und alles Gute im Auftrag der 3 Werbegemeinschaften, dem Stoppenberger, der Stoppenberger Werbegemeinschaft, des Schonnebecker Werbeblocks und des Kartonberger Werberings. Danke.